Jo Leute, willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal und in diesem Video zeige ich euch wie gewohnt den Fortnite-Shop vom heutigen Tag. Wenn ihr keine weiteren Videos mehr zu dem Fortnite-Shop verpassen wollt, dann abonniert gerne meinen Kanal und aktiviert die Glocke, denn dann werdet ihr über jedes Video informiert und jetzt würde ich sagen, gehe ich mal direkt auf den neuesten Shop vom heutigen Tag. Im heutigen Shop sehen wir hier direkt zwei neue Skins und zwar einmal hier den Weitschuss und den Einsichtsskin. Ich würde sagen, wir fangen mal direkt mit dem Weitschuss-Skin an. Und man sieht hier direkt, das ist ein relativ günstiger Skin, sogar mit einem Rückenteil. Und das sollen hier solche Scharfschützen-Skins sein. Und ich muss sagen, auf den ersten Blick gefällt mir der Skin eigentlich echt mega gut. Und als Beschreibung steht hier auch bei, kein Ziel ist hier wirklich außer Reichweite. Und wie gesagt, das sind halt solche Scharfschützen-Skins. Und ich muss sagen, das gefällt mir echt mega gut. Auf dem Rücken sieht man ja auch, der hat hier so Scharfschützen-Munition und ein Zielfernrohr. Und auf jeden Fall ist das hier die neue männliche Variante. Dann gibt es ja hier noch den weiblichen Skin, die Einsicht. Und das ist halt ebenfalls so ein Scharfschützen-Skin. Und ich muss sagen, mir gefallen beide Skins echt mega, mega gut. Und ich könnte mich da zwischen den beiden gar nicht entscheiden, weil beide echt verdammt gut aussehen. Die hat ebenfalls auf dem Rücken hier nochmal Munition und so ein Fernrohr. Und ich muss sagen, die beiden Skins sind echt mega gut gemacht. Und auf jeden Fall sind diese beiden neuen Skins heute hier im Shop. Ja, bevor ich weiter zu den täglichen Gegenständen gehe, sage ich nochmal ganz kurz, dass ihr mich gerne kostenlos unterstützen könnt, indem ihr auf Unterstützer einen Creator klickt und dort meinen Namen DetoTV einträgt. Das Ganze würde mir auch echt unnormal helfen und ich bedanke mich echt bei jedem, der das Ganze macht. Jetzt würde ich aber sagen, was mit der Werbung, macht direkt weiter mit den täglichen Gegenständen. Und zwar sehen wir hier die Gefahrenagentin. Ja, das ist hier der Skin aus dem Supergaus-Set, ist ein mega alter Skin. Ist ehrlich gesagt nicht mein Fall, gefällt mir also nicht so sonderlich gut. Wer sich aber mal einen alten Skin kaufen wollte, der kann das heute auf jeden Fall machen, weil der Skin ist echt mega alt. Aber mein Fall ist es nicht. Dann sehen wir den Chrom-Skin. Auch der Skin ist jetzt nicht so mein Fall. Ich finde diesen Stahl-Look jetzt nicht so besonders. Aber so schlimm sieht es natürlich jetzt auch nicht aus. Trotzdem würde ich mir auch diesen Skin leider nicht holen. Ja, und ansonsten sehen wir noch den Schneesturmgleiter. Und ja, der Gleiter ist ganz okay. Ist ein relativ günstiger Gleiter aus dem Arktis-Einsatz-Set. Und da finde ich diesen weiß-schwarzen Look eigentlich ganz gut. Und ja, der Gleiter gefällt mir eigentlich relativ gut. Und ansonsten sehen wir noch den taktischen Spaten. Das ist eine relativ günstige Hacke. Und hier kann ich natürlich direkt den Ton zeigen. Ja, für den Preis ist die ganz okay, aber auch die würde ich mir, glaube ich, nicht holen. Dann kommen wir jetzt noch zu den zwei Emotes hier. Die beiden finde ich aber echt mega gut. Und zwar einmal hier das Lass es regnen Emote. Ja, der Klassiker, der schmeißt hier mit Geld rum. Finde ich echt mega cool, das Emote. Und dann sehen wir noch das gut schütteln Emote. Ja, ist ein episches Emote hier, der tanzt hier mit seinen Rasseln rum, finde ich eigentlich ganz lustig und mir gefallen die Emotes auf jeden Fall ganz gut und ja, ich würde sagen, das war es dann mit diesem Shop. Wenn euch dieses ganz kurze Video zum Shop gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da und wenn ihr mehr Videos zu Fortnite sehen wollt, dann abonniert gerne meinen Kanal. Wir sehen uns dann im nächsten Video, bis dann und ciao.